Nichts in der Welt ist stärker als eine Idee, für die die Zeit gekommen ist. Unter diesem Motto steht die biomolekulare Wiedorgantherapie. Aber ein Motto verpflichtet auch. Dieser Film soll darstellen, was so einzigartig an dieser organhomöopathischen Therapieform nach molekular- und immunbiologischen Grundsätzen ist. Die Wittorgan-Arzneimittelgruppe wurde im Jahr 1954 von dem Arzt und Wissenschaftler Dr. Med. Karl Eugen Theurer gegründet. Er legte den Grundstein für die biomolekulare Wittorgan-Therapie. Die zündende Idee für die Entwicklung dieser Therapie kam ihm bei seiner Forschung in der Zoologie und Tierheilkunde. Denn Tiere lassen sich nicht durch Placebos täuschen. Theurer erkannte schnell das Potenzial der sich gegenseitig ergänzenden Tier- und Humanmedizin. Wie jedes andere Lebewesen ist auch der Mensch als biologisches System mehr als die Summe seiner einzelnen Teile. Die verschiedenen Organe stehen in sehr komplexer Verbindung zueinander und bilden ein Fließgleichgewicht mit hochsensiblen biochemischen Abläufen. Darin ist die Zelle die kleinste funktionelle Einheit. Auf dieser zellulären Ebene zeigen sich bei Erkrankungen morphologische und molekulare Veränderungen. Und genau hier setzt die biomolekulare Wiedorgantherapie an. Es ist möglich, das Fortschreiten einer Erkrankung aufzuhalten, indem man die Zelle umstimmt. Mit der Normalisierung und Regulierung einzelner Zellen gesunden das Organ und schließlich der gesamte Organismus. So werden bei einer Krankheit aus dem Gleichgewicht geratene Prozesse physiologisch wieder reguliert und normalisiert. Der Patient wird nicht nur symptomatisch, sondern auch kausal behandelt. Hier gilt die Devise nicht blockieren, sondern regulieren. Auf diese Weise werden Selbstheilungsmechanismen in Gang gesetzt, nach dem Prinzip Herz heilt Herz, Niere heilt Niere, Organ heilt Organ. Aber wie finden die Zellkomponenten der einzelnen Präparate ihren Weg, um bei Erkrankung auf zellulärer Ebene der verschiedenen Organe die Selbstheilungskräfte in Gang zu setzen? Professor Günther Blobel, Rockefeller Universität, New York, entdeckte die Postleitzahlen der Natur. Proteine finden mittels eines Signalcodes, der von Rezeptorkomponenten gelesen werden kann, ihren Zielort. Diese sind in allen Zellen bei Mensch und Tier sehr ähnlich und können somit jeweils im anderen System funktionieren. Der erkrankte Organismus wird aktiv an seiner Gesundung beteiligt. Dieses Prinzip nutzt die biomolekulare Wiedorgantherapie seit nunmehr über 60 Jahren, um aus dem Gleichgewicht geratene Prozesse physiologisch wieder zu regulieren und zu normalisieren. Weckt die Kraft der Zellen.